Bäume nicht kenne. Oh, da liegt er. Oh, fuck! Du Drecksau, du verdammt. Oh! Verdammt! Mr. Yu, hier spricht Eddie Voss. Ich arbeite unten im Frachtraum. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir Sie bestohlen haben, Sir. Es hat klein angefangen. Das Schmuggeln harmloser Dinge von und zur Station. Okay, das ist der Kontrollraum. Danke! Und eine Shotgun. Und ein neuer Robot. Rain Cooley. Ja, der liegt auch richtig cool hier. Oh, geil. Ihr merkt, warum ich diese Räume mag, oder? Jedes Mal gibt's hier was Gutes abzugreifen. War ich da nicht schon mal? Ich weiß nicht. Ich werde nochmal hingehen. Nein, war ich nicht. Warnung. Strahlenschäden entdeckt. Lauf weg. Ärztliche Hilfe empfohlen. Lauf weg, lauf weg. Wenn man nämlich verstrahlt ist, dann regeneriert man schlechter, man nimmt mehr Schaden. Verwendet. David, die war auch ganz schlecht. Habt ihr gesehen? Da wurde er ganz grün im Gesicht. Guten Morgen. Komm mal rauf. Ha, hab ihn getroffen. Hab ihn getroffen. Schieß, du blödes Ding. Schieß. Jawohl. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf der Talos bei Let's Play. Rain. Was war das? Habt ihr das gehört? Was war das wieder? Und ich habe im Video, einmal mehr, habe ich im Video was entdeckt. Jetzt muss ich mich hier wieder rausbringen. Das ist jetzt witzig. So, wo hast du denn genau die Suche? Und zwar, guck doch mal, sag mal. Der ist ja geduckt. Ich bin doch gar nicht verstrahlt. Ich habe was entdeckt. Wie komme ich... das ist verdammt tief. So, jetzt nochmal und Hoppchen! Oder ich habe ja meinen Düsenrucksack. Ich darf nämlich nicht einfach nur runterhupfen wie damals hier, als ich in die Strahlung reingesprungen bin. Sondern ich muss einfach den Düsenrucksack betätigen. Dann kann ich hier sanft landen, ihr seht's. So, und hier habe ich was entdeckt. Einmal mehr im Video. Grüner Cold Mountain Tea. Und ein Käffchen oder viele Käffchen. So, und dann... Ach, ich kann trotzdem nichts bauen. Dann schmeiß doch wenigstens den Kram doch schnell in den Schredder. Ach ja, genau. Ich dachte, hier hätte ich auch noch was gesehen. Wo war das? Irgendwo hat noch was aufgeleuchtet. Finde ich das nochmal? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ist egal. Es war nur ein Stück. Es war nur ein Teil. Aber hier, 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 hier. Renn dahin. So, jetzt schmeiß doch nochmal den Dreck weg. So, und dann hast du, genau, hast du nämlich wieder Waffen doppelt, oder? Ich habe ja eine Shotgun gefunden und eine Heavy, ja. Und zeig doch mal, habe ich sonst noch was? Ist irgendwas doppelt? Ich glaube nicht. Ihr wisst ja, ich habe ja aus Versehen mal ein Munipäckchen damit reingeworfen. So, jetzt. Sieht cool aus übrigens. Und ratatatatat. Wenn ich den Helm trage und in dieser... in diesem luftentleerten Raum bin, kann man eigentlich auch hoch. Das klappt viel weniger gut. Hochdüse. Da düse ich lieber mit dem Lift. Was hier? Irgendwo habe ich doch gedacht, ich hätte da noch was entdeckt, wo man noch was rausholen kann. Wo war es denn? Aha, die Stifte. Da geht mir auch die Düse. Da geht mir der Stift. So, und jetzt könnte ich mich ja hier rein mimikrieren. Ihr wisst vielleicht, das ist nämlich dieser Zugang. So, aber ist egal, ich will das nicht. Hupf. Hey, muss ich das mal ausprobieren? Muss ich da drauf bleiben? Nein, das macht er da nicht. Das klappt da nicht so gut. Aber ein Versuch war es wert. So, da genau, in die Lobby. Jetzt, die Frage ist, gehe ich in die Lobby? Wir gehen in die Lobby, wir gehen in die Lobby. Und mach all die Sachen, die ich dort machen kann. Oder, und das glaube ich, wollt ihr auch sehen, wie komme ich denn nochmal da hoch? Ich glaube, hier rein. War das hier? Ja. Ich werde mal diesen geheimen Zugang, den werde ich jetzt mal erkunden mit euch. Bin nämlich gespannt. So, und ich bin alles, genau, alles ist geheilt. Los. Hopp. Ah, jetzt weiß ich, warum ich geduckt war. Alles Klärchen. Ich dachte schon, ob er wieder krank ist. Denn wenn ich ja verstrahlt bin, dann werde ich geduckt und kann mich auch nicht mehr erheben. Warnung. Das ist nicht besonders erheben. Oh, Lady, hier gibt es unten Lautsprecher. Die verfolgt mich sogar hier unten rein. Oh, cool. Cool,
ein Wartungsschächtchen. Bin ich denn hier? Ah, hat sich auch jemand rausgeglut, seht ihr's? Wo bin ich denn hier? Ah, das ist der Lift. Ich weiß nicht, wo bin ich hier? Geht aber drauf. Ah, ich weiß wo, da unten ist der Tom Cooper, genau. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Fürchte ich. Ja, nicht fallen. Habt ihr gesehen? Es geht also doch. Jetzt musst du irgendwie dich ducken und dann musst du irgendwie da rein. Oh, ein Neuromod. Geil. Hat sich gelohnt. Ich liebe solche Geheimgänge. Ihr wisst das. Wir stehen ja drauf. Deswegen untersuche ich ja immer alles so genau hier. Da hinten ist nichts. Okay, da geht ein guter Brutzels. So, wo bin ich denn hier? Ah, ich weiß, wo ich bin. Oben an dieser... Ja, in der, so eine Art Lobby ist das auch. Da, wo die Leute warten. Auf der Shuttle. Das ist die Shuttle-Lobby. Da unten blinkt was. Blümchen. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, da ist auch noch was. Sauerstoff wo hat, da hat das was kritisch. Da. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Disruptor-Batterie. Und steht da mal auf, bitte. Genau. War ich hier schon drin? Jetzt wollte ich ihn werfen. Ah, er macht das irgendwie nicht. Warum werfst du das nicht? Ist das so schwer? Seht ihr das? Ich kann ihn zwar irgendwie anheben, aber ist egal. Und da ist ja, da war ich noch nicht hier drin in dem Fall, hä? Sehr gut, dass ich nochmal hier runtergehupft bin. Dass mich das Spiel gezwungen hat. Oh, also, damit jetzt kann ich mich wieder besaufen. So, Sekt habe ich auch genug. Bestimmt 6-7 Flaschen. Nur die Noten fehlen. Da macht das keinen Spaß. So, und hochheilen brauche ich mich nicht mehr. Außerdem, dann gehen wir jetzt in die Lobby. Jetzt habe ich nämlich hier eine Runde gemacht, oder? Wo war der? Da oben war dieser Wartungsschacht. Da oben. Lobby. Dann gehen wir jetzt in die Lobby. Wir gehen in die Lobby. Eine Tür abzuschließen ist eine nützliche Strategie, um deine Gegner von dir fernzuhalten oder sie festzusetzen. Ah, einschließen wäre auch nicht schlecht. Das hat mir auch schon mal geholfen, wenn ihr euch erinnert. Diese eine Tür, die dazu war und die Phantoms nicht rein konnten. Das war super. Weil da wäre ich nämlich damals wäre ich noch draufgegangen. Und die merkt, es wird leichter. Misha Lazarev, nicht Lazarus. Oh, du siehst auch wieder schlimm aus, merke ich gerade. Guck da mal. Der wollte vielleicht noch zum Zahnarzt. Könnte sein, oder? So, und habe ich doch vielleicht den... Oh, Klimper. Oh, genau, ich kann ja eine Menge aufheben hier unten. Oh, genau, ich muss die Mimik... Oh, die Mimikleichen suchen. Ihr seht's, da ist ganz viel Material. Hä? Nein! Nein! Geschütz, wo ist mein Geschütz? Was mache ich denn jetzt? Warte, ich muss mal gucken. Wie kann man eigentlich die Phantoms festsetzen? Wie geht das? PD-Forschung. Ja, Phantom. Jetzt habe ich nicht geguckt, was es für eins ist. Mist, ich muss schnell gucken, was ist es denn für eins? Was bist du? Ein Kalvani. Okay, ja, ein Kalvani. Nein, nicht das. Oh, jetzt bin ich wieder ganz nervös. So, Kalvani, Phantom. Da ist er. Was mache ich gegen dich? EMP, Nullwellen, psychisch. Der Psycho bin ich. Ich hau ihm eine EMP um die Fresse. So, also EMP. Wo habe ich eine EMP? EMP, das ist 8. 8. Schmeiß es ihm an. Dann gib mir die Waffe. Wo bist du hin? Wo ist er hin? Hui, der war knapp. Stirb, du Drecksocke. Hat er mir wieder 80 Leben. Habt ihr gesehen, wie schnell das immer geht? Zack, watz, fatz, 80 Leben weg. Bianca Goodwin. Die liegt da gut. Ist da noch ein Mimik? Ja, seht ihr, jetzt hier kann ich eine Menge Zeug abgreifen. Und den werde ich mitnehmen und den um die Fresse werfen. Weißt du was? Ich gehe mal kurz ins Klöchen. Die Kübel müssten... Ah, sind sie nicht. Jetzt sind sie nicht mehr gefüllt. Wisst ihr noch damals? Da waren die immer wieder neu gefüllt. Hallo Mimik, wenn du hier bist, dann zeig dich jetzt. Hehe. Ich glaube, ich muss hier unten. Genau da geht es irgendwie besser, um es zu erwischen. Heil dich hoch, das ist einfach billiger. Kann mir das nicht leisten. Ihr merkt, das ist so teuer. Martin Giroux.
Ich will ja alle finden, das habe ich vorher gerade mit Bertha besprochen. Ich will alle finden von diesen Leichen. Und noch was. Hörst du jetzt auf, jetzt fängt die hier drin auch noch an. Ich wollte einiges erzählen zum Spiel, und zwar verschiedene Sachen. Ihr ahnt wie ich, dass Alex mir erzählen könnte, was sie eigentlich abgibt. Und ich frage mich, ist Alex eine Art Alien beeinflusst? Oder was ist mit dem? Das habe ich einfach das Gefühl, weil der irgendwie so, obwohl die alle gekillt haben, das kann ja Alex früher nicht egal gewesen sein, sonst wäre er eine elende Drecksacke. Ich habe irgendwie das Gefühl, der wurde gemimikt. Eine andere Art von gemimikt. Und ich würde den wahnsinnig gerne finden, um einfach rauszufinden, was hier eigentlich passiert ist und wie es eigentlich dazu kam, dass hier alles so schlimm ist. Und ich habe ja, bisher habe ich zwei Lebende gefunden, den Irren in der Zelle und den Volontär oder den Gefangenen da in diesem, wie soll ich das nennen, diesen Versuchsräumchen. Oh, lass mich da wieder mal reingucken. Vielleicht finde ich da einen Kübel. Oh, Projektor, seht ihr? Das ist cool, oder? Die rote Pappgal. Das sieht geil aus. Kann ich die auch grün machen? Jawoll! Rot, grün, blau. Blau müsste auch kommen irgendwo. Das müssen die vier Farben sein. Die... Oh, das ist wahrscheinlich 3D, hä? Naja, egal. Darum geht's jetzt nicht. Hier vorne hatte ich mal Geschütze, da könnte ich schnell eins hacken. Geht davon dumm, das habe ich aber schon geätert. Bin ich da schon dran gewesen? Ja, das kann ich jetzt öffnen. Speicher nochmal. Das kann ich jetzt öffnen, das Tresörchen. Und jetzt wird's schwierig. Nein, das war falsch. Oh, das wird wieder knapp hier. Und F. Und zurück. Du, das wird wieder extrem knapp. Nein! Wow. Autsch. Ich schaff das. Komm. Nicht anstoßen. Dann geht's doch länger, wenn du anstößt. Baby, Pause. So, und. Und nochmal. Baby, Pimpern. So, ich hab's geöffnet. Jawohl. Oh, neue Waffen abgebrecht. Und vier neue Robots. Der Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Vier neue Robots. Dann ist jetzt meine Pumpgun dran. Feuerkraft. Ja, wenn ich jetzt rumballer, Leute, wenn ich jetzt rumballer. Was ist. Ach so, nein, es waren vier neue Robots, nicht vier Waffen Upgrades. So, Neurostimulation. HWR-Effektivität. Das brauche ich aber noch zu selten. Das wäre geil. Dann könnte ich vieles öffnen. Soll ich warten noch? Maximal Psy. Das wäre toll. Das brauche ich. Das wäre toll. Ihr wisst, ich habe nämlich noch einige Psychoskop-Chipsätze. Und? Ja, das kann auch nicht schaden. So, jetzt habe ich noch ein, zwei habe ich noch übrig. Dann könnte ich das ja auch noch machen. Aber ich gucke mal, was es sonst noch gibt. 3, 4. Das brauche ich, glaube ich, nicht. Nutze ich eh nicht. Aber ich könnte mir da mal sowas bauen. Vielleicht was Cooles. Was elektrostatischer Impuls. Was ist denn das? Du erzeugst einen elektrostatischen Impuls, der innerhalb von 3 Metern Entfernung um das Zielgebiet bis zu 25 Schaden verursacht. Zusätzlich stört der Impuls elektronische Ausrüstung, deaktiviert robotische Ziele 3 Sekunden lang und betrifft organische Ziele für 2 Sekunden. Ah, Thermalbombe, das wäre geil. Damit wurde ich ja öfters gebombt, oder? Kinetische Explosion. 50 Schaden. Oh, cool. Und stößt auch noch alles weg. Das brauche ich. Das werde ich machen. Hoffentlich feuern die da nicht auf mich. Schätzchen. Und das Doppelgänger. Und das wird toll, das werde ich machen. Und ja, Leute, das, wir machen eine neue Alien-Fähigkeit. Und ich will dir die Sachen auch ein bisschen zeigen. Und, oh nein, jetzt ist es passiert. Oh nein, die feuern auf mich. Oh Leute, ich habe gespeichert. Das will ich noch nicht eben. Ich brauche die doch. Also, lad bitte mal zurück. Das war jetzt blöd. Okay, 2 mehr und dann ist es passiert. Ihr habt es gerade gesehen. Zum Glück habe ich das noch gespeichert. Jetzt komme ich vielleicht auch ohne Schaden da raus. Mal gucken. So, also, wo tauchst du auf? Oh, das ist aber ein ganz schwieriger. Uiuiui.
Und zurück. Du, jetzt musst du schnell sein. Bitte. X. Ah, ich hab den Finger schon drauf. Aua. Au. Schmerz. Ich hab den Finger schon drauf. Oh, warum immer so schwierig? Du bist gerade runter. Nein, nein, nein. Jetzt. C. Und dann hier runter. Oh, das ist so knapp, Beba. Nein! Au, 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 au. Man kann auch nicht wegrennen, ihr wisst. Es reicht nicht. Man schafft nicht weg. Oh, habt ihr nicht noch Schwierigeres? Ihr seid doch gemein. Das ist doch gemein. Jetzt hör mal auf! Verdammt! X! Nein! Nein! Hölle! Ja! Zweimal wieder. Au! Schon wieder 50 Leben weg. Aua! Hölle! So, der ist leichter. Ah, verdammt! Nein, verdammt! Ich drücke auch noch das Falsche, ich Trottelkopf! In meinem Stress! Ah, verdammt! Piep, piep, piep. So, und ich darf das leider nicht machen. Das tolle Neurobot-Dingens. Also noch nicht. Ich werde es dann machen, aber noch nicht. So, aber das auf jeden Fall will ich machen. Und zwar... Nachladen. Schneller nachladen. Nein, erstmal mehr Feuerkraft. Ich pimp das noch voll. Das mache ich schon noch. Also ich werde es sparen fürs Hacken 3, weil dann kann ich mehr oder weniger alles machen, glaube ich. Und das möchte ich auch noch gerne haben. Hebelkraft 3. Aber vor allem das da. Was ist das eigentlich? Laptop. Ja, aber das ist für die Glukanone und so. Und ich glaube, das ist nicht so wichtig für mich. Die braucht die schneller werden. Und was hättest du denn? Auf 6%. Nein, ich warte noch. Noch einen mehr und dann mache ich das. Verdammt, ich bin auf 150 runter. Das ist so scheiße gelaufen gerade. Ich war aber auch super, super, super nervös. Ihr habt es gemerkt. Ist aber auch kein Wunder. So, und hier drin müsste es da noch was geben. Ich glaube, da unten habe ich noch welche gekillt. Hüpft da drüber. Ich glaube, da war doch auch noch eine. War das nur eine Leiche? Also hier könnte ich jetzt, glaube ich, ein paar Sachen machen, wenn ich Hecke 3 noch hätte. Dann könnte ich hier noch ein paar Dinge machen. So, wir gehen wieder. Ah, den habe ich, genau. Und hier habe ich ja zig Kerls gekillt. Da kam ich, glaube ich, ran, oder? Oder ist das nur die Tür? Freigeben, verschließen. Ist nur die Tür. Ah, da fällt mir auch noch was ein. Erinnert ihr euch an den Tresor? Ganz, ganz, ganz am Anfang. Da habe ich ja den I gefunden, als ich diese Firewall da gestartet habe. Oh, was war das gerade? Habt ihr das gesehen da? Dieses blaue... Ah, ich glaube, das war nur der Marker. Das hat ausgesehen wie eine Sternschnuppe. Aber das ist euch wahrscheinlich Schnuppe. Gibt's hier neue Blümchen? Sag ich doch mal schnell. Hier vielleicht. Nein, nein, nein. Und hier hinten war das Maschinenlabor. Wenn ich jetzt Hacken 3 hätte, dann würde ich jetzt da hingehen und diesen Satelliten machen. Satzungsquartiere. Das mag ich mir jetzt mal. Ich möchte nämlich wissen, wo die sind. Vielleicht finde ich dort Überlebende. 3. Seht ihr, da könnte ich jetzt nämlich da ran. Das wäre eben einfach toll, wenn das gehen würde. Und da kam ich ran, oder? Ja, da kam ich ran. Okay, raus. Das ist wirklich schade. So. Jetzt muss ich halt nochmal schnell ins Klo. Den Morgen leer kacke. Wo gab's denn? Geh noch mal kurz hier hoch. Geh noch mal kurz in mein Büro. Da brauche ich nicht hin. Nein, ich muss da hoch. Habe ich eigentlich den anderen betäubt? Den der Gummizelle? Das weiß ich gar nicht mehr.
Kann mir das jemand sagen, der das vielleicht noch weiß? Habe ich den betäubt? Ich denke, ich sollte da mal rein und den betäuben. Oh, hallo, January. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. So. Schmeiß doch den weg. Dann ordne das mal. So, jetzt habe ich nichts mehr doppelt, oder? Nope. Gib mir das Material, denn ich würde gerne noch ein bisschen Muni machen. Da kann ich mich wieder unbedarft hier bewegen. Und was aber auch geil wäre, von was habe ich denn zu wenig? Davon habe ich derzeit genug. Wie sieht's mit Shotgun Muni aus? Da ist viel zu wenig. Nicht mal zwei Päckchen. Also, da. Das benutze ich halt schon wahnsinnig oft. Ihr erinnert euch diesen Code. Sie haben mich entworfen, damit ich Ihnen helfe. Ja, dann hilf. Auf weitere Anweisungen kann ich erst zugreifen, wenn Sie beide Zündschlüssel haben. Ja, ich weiß, beim Alex. Ich muss Alex finden, habe ich ja gesagt. Schau mich an. Oh, okay. Ich kann leider nicht fortsetzen. Der ist leer. Ist er nicht? Wisst ihr was? Hab ich ja doppelt. Hab das mal aufgehoben. Aber man verliert ja hier offenbar keine Waffen. Das wusste ich ja anfangs nicht. Und dann kannst du vielleicht ein paar von diesen Pfeilen... Ah, da kann man, glaube ich, nur alle oder nichts, hä? Schmeiß sie weg, ich brauch sie nicht. Ich mach lieber noch ein bisschen Shotgun-Muni, wenn das möglich ist. Vielleicht reicht's jetzt. Nein. Nein, nein, mein Freund. Nullwellentransmitter, EMP, Anzugreparatur. Ah, das habe ich mal gebaut. Zwei habe ich im Inventar, nutzloserweise. Was ich aber bräuchte, ist dieser Kerl, der mir helfen kann, dass ich eigene Neuromods bauen kann. Den werde ich jetzt versuchen zu finden. Ich werde mal in das Volontäre-Quartier gehen. Hier habe ich auch noch ein paar gekillt. Warte, ihr wisst, ich kann das jetzt aufheben. Und das ist ordentlich gutes Material. Auf! Genau, da hinten will ich noch hin. Wenn ihr euch erinnert. Unbedingt will ich da noch hin. Und hier hochgluhen wollte ich mich auch mal. Ganz weit hochgluhen. Komme ich da vielleicht sogar hoch, überlege ich mir, wenn ich mich... Soll ich mich da den... Das mache ich nachher. Ich glue mich den Wänden entlang hoch. Das werde ich versuchen, meine Lieben. Was das, was neu ist? Der Weltraumaufzug, das habe ich mal gelesen. Okay, die fühlen sich nicht mehr nach. Ganz aktuell, unsere Mitarbeiter im Fokus. Ist das was Neues? Auszug aus dem vierten Lehrlich erscheint im Mitteilungsblatt Transaktuell im Stars im Aufwind. Stellen wir ihn Holly Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertriebsteams und derzeit auf der Talos 1 stationiert. Manche von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler im Begriff sein, also mit der Nummer 66 für die Tornados auf der Second Base stand. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Da erinnere ich mich schwach dran. Aber. Ah, da gehe ich auch gleich rüber. Ich wollte aber gucken, ich dachte, ich hätte hier mal noch... Waren das noch Mimics? Ich dachte, ich hätte hier mal welche gekillt. Uff. Betriebsmappe habe ich gelesen, erinnere ich mich dran. Aber... Da gibt es auch nichts mehr. An das Anleitung zum Installieren von Neurobots. Ja, das kenne ich. Habe ich auch schon gelesen. Aber wieso sind die Leichen jetzt weg? Hier drin habe ich mindestens zwei Phantoms gekillt. Ihr redet euch. Das war ziemlich heftig. So. Lass mich mal gucken. Vielleicht kann ich hier, genau, da erscheine ich dann hinter mir im Büro. Und da gab es auch noch eine Tür. Habe ich denn jetzt endlich den Schlüssel? Nein, ich komme nicht in den IT-Lagerschrank. Da gab es nichts mehr. Also. Guck doch mal. Der Wahl-Phantom. Da hinten habe ich, glaube ich, auch noch eins gekillt. War das hier? Ich dachte, ja, das könnte runtergefallen sein. Oh, du bist immer noch da. Die sind irgendwie wie gefroren. Oder? Kommt es mir manchmal ein bisschen vor. Oh. Das exotische Material ist ja was ganz Cooles. Da ist auch nichts Neues drin. Okay, nein, sowas fühlt sich nicht mehr. Und das mit den Mülleimern ist offenbar, habe ich mich da getäuscht. Oder das ist nur einmal so gewesen.
Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass die plötzlich wieder voll waren. Hier ist doch noch einer. Hier waren doch drei Mimics drin. Aber die halt zu finden, dürfte schwierig werden. Was das? Ach, ach Gott, das ist ein Tresor. Dabei ist das nur das Material fürs Billard. Aha, der andere wird irgendwo liegen. So, und... sanfte Land. Jetzt fülle ich mich schnell und dann glühe ich mich hoch. Vielleicht komme ich da oben, der wäre der Raum, der sich lohnen würde. Ihr wisst, wo ich hin will, oder? Habe ich ja gesagt, dass ich das ganz zu Beginn vom Spiel schon, dass ich das mal machen möchte. Ich da diesen Lift in Tank, weil der ist ja nicht in Betrieb. Guten Abend, Talos. Dr. Hadley Garfield. Ich habe ja keinen Key oder so, um diesen Lift in Betrieb zu nehmen. Also werde ich mir da einen eigenen Weg suchen. Klingt spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Und ich habe auch immer wieder den Eindruck, schmeiß weg. Ach was, noch einmal. So, jetzt gehen wir ganz hoch. Und dann gluste dich da hoch, den Lift entlang. Hoffentlich komme ich da hier. Also ist es überhaupt möglich? Wo endet der Lift? Ich glaube, da komme ich gar nicht durch. Ja, oder? Warte mal, du musst mal auf die andere Seite gucken. Okay? Sonst bringt das gar nichts. Wenn ich dann doch keine Chance habe. Ist das... nein, da ist nichts. Jetzt guck doch da mal hoch. Nein, das geht leider durch die Decke. Das bringt gar nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Also, was ist denn unser neuer Weg in dem Fall? Psychotronik in die Werkstatt? Oder wo musste ich da durch? Die Volontäre. Was war das für ein Weg? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß es wieder. Da kam ich nämlich mal her. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Oh. Komme ich da vielleicht rein jetzt? Reicht nicht. Mist. Ah. War ich da mal drin jetzt? Personalabteilung. Nein, hier war ich noch nicht drin. Ich habe gerade einen neuen Raum entdeckt. Der macht doch was Licht an, bitte. Tee, oder? Genau. Ich sollte ein bisschen Licht haben hier drin. Ich habe einen neuen Raum entdeckt. Also wenn ich hier schon drin war, habe ich auf jeden Fall nicht alles mitgenommen. Ja, das ist nämlich der Gang da, genau. Jetzt werden wir es gleich sehen. Hab ich hier schon mal ein Erkennungsprogramm. Ist das was Neues? Abschnitt Nordermatz und Boni. Bei Transtar möchten wir Mitarbeiter für vorbildliche Leistungen belohnen. Im Rahmen unseres Programms für besondere Anerkennung sind wir für eine... ja, das kenne ich aber. Das haben wir auch schon mal gelesen. Ja, das haben wir auch schon mal gelesen. Jetzt muss ich noch aufpassen, fällt mir gerade ein, weil es hier wieder Mimics hat. Ja, ich war nicht hier. Ich war nicht hier. Hier liegt zu viel Zeug rum. Komischer Raum ist das irgendwie. Ja, ich kann nicht hier. Ha, hab ich dich gerade noch entdeckt, du. Hat er da rumgezappelt. Oh. Methusalem-Apfel. Oh, Strahlenschild! Und da war auch noch was. Hüpf. Geh doch mal auf den Tisch. Ja, ich habe einen neuen Raum entdeckt. So, und dann... oh, da ist auch noch was. Asteroidenfragment. Gibt's hier noch andere? Vielleicht so einen Wartungsschacht oder so. Das könnte es ja hier gern geben. Oh, ne, Klingel. Da ist ein... mach das mal kurz aus. Was? Rule, also Regel 47. Ist not okay to eat all the crewmen. Es ist nicht okay, andere Crewmitglieder zu essen. Oder den Lunch von denen. Wenn du hungrig bist, lass es mich wissen. In Chat. Ich bin bereit, sagt die Ziege. So, jetzt muss ich das lesen gehen. Mach es nicht wieder an, bitte. So, jetzt gehen wir da gucken. Gute Neuigkeit. Meint Thomas Tucker, ein Bewerber SC3. Hallo Sandro, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Bewerbung angenommen wurde. Wir haben Ihnen einige Dokumente zugeschickt. Bitte gehen Sie sie durch und unterschreiben Sie sie bis Ende dieser Woche. Sobald die Formalitäten geklärt sind, sende ich Ihnen Ihre Reiseinformationen zu.
Die hätten sie gern möglichst nächsten Monat hier oben, um sie einweisen zu können. Ja, in die Klapse! Kennt euch doch! In die Gummizelle wirst du da eingewiesen! Eine Reise zu reservieren stellt immer eine Herausforderung dar, aber wir buchen ihnen einen berauschenden Flug in einem unserer Shuttles. Oh, oh, oh. Ja, wahrscheinlich in den Pod-Shuttle. Ich heiße Sie im Namen der Transa-Familie willkommen. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, ja. Hunter, hey, Tommy, ich weiß deine Sorgen zu schätzen und verstehe, dass du für die Diskrepanzen der Buchhaltung nicht verantwortlich sein willst. Ja, Logo. Hunter Hales Entschädigung sticht deswegen heraus, weil er mit mir verhandelt hat. Betrachte die Sache als erledigt. Ja, der wurde wahrscheinlich auch erledigt. Von Alex Yu und Thomas Tucker. Aha, das war eine Nachricht von Alex und Tommy. Laut unserer Prognose für dieses Jahr könnten wir ihm rein theoretisch sogar 6-mal so viel wie unsere anderen Piloten zahlen. Aha. Hunter Hales, der ist tot. Das ist der, der den letzten Flug gemacht hat. Ihr wisst da mit den Care-Paketen und den neuen Volontären. Dieb. Ich bin immer noch der Meinung, das ist Dieb, aber ich bin nicht sicher. Sehen Sie, womit ich es hier zu tun habe? Ein Line-Core-Patcher? Das ist, glaube ich, der Kerl, der da eingesperrt ist, dort, wo man den Q-Strahler finden kann. Irgendwie, da war schon mal was mit dem. Ja, genau, Josh Dalton, ein Line-Core-Patcher. Dieb, genießen Sie Ihre Zeit an der Spitze, solange Sie noch können. Lange werden Sie dort nicht mehr bleiben. Ja, sonst kommt wieder Joe Dalton. Und der räumt dann auf. Der ist nämlich stinkig. Es war jetzt die Kugel für nix, aber ist egal. Ich hab's ja grad. Genau, ich wollte ja noch ein paar Sachen erzählen, die mir schon länger auf dem Herzen liegen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich hab das wieder verpeilt, weil jetzt gerade so viel passiert ist. In der nächsten Folge gehen wir in die Neurorobot-Abteilung. Und dann gucke ich, ob ich den hier gepimpt krieg, dass ich dann selber welche bauen kann. Und sag mal, wie viel habe ich denn jetzt? Genau, und dann hatte ich ja noch einen Chipsatz. Den baue ich noch schnell ein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, oder? Genau. Strahlungsschild. Gegen Strahl... Oh, hätte ich das doch vorher schon gehabt. Und dann kann ich raus draußen fliegen gehen und in diese Bereiche gehen, wo ich immer verstrahlt wurde. Vielleicht finde ich ja diese nicht beleuchtete Station und dieses Militärshuttle, weil das will ich natürlich finden. Ist ja klar. Das ahnt ihr, oder? Was ich davon gelesen habe in der letzten Folge, war euch wahrscheinlich schon klar, dass ich das suchen gehen werde, diese nicht beleuchtete Station. Wo es kein Licht gibt. Und da muss ja noch ein Militärschatten sein. So, jetzt muss ich irgendwas ausbauen. Strahlenschild, das habe ich schon mal. Verringert den Schaden durch Laserangriffe. Recyclerladung, das wurde mir noch nie angeworfen, also bau das aus. Baust du lieber das hier ein. Macht mehr Sinn, oder? Was hast du denn sonst noch? Aha. Okay, das ist gut. Ja, das zum Beispiel könnte ich auch. Also ich lasse es drehen, aber nein, mach's. Also sobald die mir mal Recyclerladungen anwerfen, dann baue ich das wieder ein. Aha. Aha, Schleichangriffe stellt etwas Gesundheit wieder her. Und ja, das ist alles gut. So, in der nächsten Folge versuche ich mich bei diesem Kerl zu melden, der mir helfen wollte, dass ich eigene Neuromods wieder bauen kann. Das wird toll. So, ich danke vielmals fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mitkommen, wenn wir versuchen, neue Neuromods zu bauen. Und die Volontäre und so aufzusuchen und diesen einen Tresor zu öffnen, den ihr ganz, ganz, ganz am Beginn sehen konntet. Ihr wisst noch, da wo ich mich durch die Scheibe geprügelt habe, der es gemerkt hat, dass ich hier riesenmäßig verarscht wurde. So, und das war's. Ciao.